Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Nieder mit dem Eisentan anzunehmen bei Ausgrabungsleiter Rokar in den Grizzly-Hügel an dieser Position. Die Vorquest war oder vielleicht doch nicht. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Gebiet ist. Ich bin aber davon überzeugt, ich kann euch sogar in Viotelka Classic helfen. Wie ihr seht, kann ich fliegen, ich halte mich aber am Boden, sodass ihr einfach mal die Wege nachverfolgen könnt. Für mich ist es eine extreme Erleichterung, dieses Fliegen beim Quests aufnehmen, denn dadurch bin ich extrem schnell und ich überfliege alle Mobs. Nun geht es hier entlang. Und jetzt müsst ihr hier in dieses Gebäude laufen. Ich kann hier die Mobs mit einem Schlag töten. Ihr habt gesehen, man hat auch ein Quest-Item mitbekommen. Das solltet ihr nicht benutzen, wenn ihr hier auf dem Aufzug seid. Eventuell kann es da einen Bug geben, dass ihr durch die Welt fallt. Wir warten, bis man nach unten fährt. Dann würde ich euch empfehlen, diese zwei Mobs zu töten. Und hier ist der gesuchte Mob. Eisentan Zornhammer. Um diesen Mob zu töten, benutzen wir jetzt das Quest-Item. Entweder von hier oder aus dem Inventar, egal. Bei diesem Roboter haben wir jetzt zwei Fähigkeiten. Geladenes Schmettern und EMP. Damit wir bei diesem Mob geladenes Schmettern machen können, beziehungsweise damit es ihn trifft, muss man sein Schild entfernen. Zornhammers Immunität. Wie entfernen wir dieses? Ganz einfach, indem wir auf der Anboss EMP anwenden. Und schon ist das Schild weg. Es könnte sein, dass ich jetzt diesen Mob mit einem Schlag töte, weil der Roboter vielleicht mit meinem Level skaliert, genau. Der Mob addet bei mir nicht, sollte er bei euch adden, wegen dem Level, könnt ihr einfach ihn auch bekämpfen mit der Taste 1. Quest ist jetzt bereit zur Abgabe. Ich hoffe mal, meine Tipps konnten euch helfen, könnt es gerne in die Kommentare posten, falls ja und falls nicht. Falls nicht, könnt ihr auch sagen, wieso. Also ihr müsst vermutlich bei dem Mob einfach öfter die Taste 1 benutzen, um ihn zu besiegen. Bei mir hat es einmal genügt. Ihr könntet jetzt diesen Roboter auch noch benutzen, um die anderen Mobs zu bekämpfen, falls ihr euch damit leichter tut. Ansonsten könnt ihr auch aussteigen und ganz normal reiten, fliegen, laufen. Wie auch immer. Ich zeige euch nun, wo und bei wem man diese Quest abgeben darf. Solltet ihr das schon wissen, wäre es trotzdem cool, wenn ihr das Video zu Ende laufen lasst. Das würde meinen Kanal unterstützen. So. Gleich sollte ich auch schon da sein. Und hier bin ich. Quest ist abzugeben bei Tormak, der Vernarrte, in den Grizzly-Hügel, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könntet ihr mir auch helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!